Jeder bedeutende Moment unserer Geschichte begann mit einem Traum. Hinter jeder großen Errungenschaft stehen Menschen, die bereit waren, alles dafür zu geben. Wir alle lassen unsere Familien zurück, unser Zuhause, den Geburtsort unserer Spezies. Einige streben nach der Entdeckung des Unbekannten, andere suchen nach einem Neubeginn. Doch welche Gründe wir auch haben, heute machen wir den ersten Schritt in eine neue Zukunft für die Menschheit. Heute beginnen wir, unseren Traum wahr werden zu lassen. Willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute gemeinsam die Kampagne von Mass Effect Andromeda. Ich habe damals Teil 1, 2 und 3 gespielt. Den dritten Teil habe ich sogar Let's Play. Trotzdem hier eine Warnung. Ich bin kein Mass Effect Experte, ja? Ich kenne die Spiele, ich habe sie gespielt, ich kenne auch das Ende vom dritten Teil, aber ich bin trotzdem kein Experte. Wer also hier irgendeinen super krassen Astrophysiker sehen will, einen Alien-Kundler und einen Weltall-Experte, der jedes Detail von Mass Effect auseinanderpflücken kann und analysieren kann, der wird hier auf keinen Fall glücklich werden. Also ich weiß, die Community von Mass Effect ist eine sehr, sehr ultra kritische, super ernste Community. Mass Effect darf keinen Spaß machen. Das ist ernst, ja? Das ist absolut ernst. Spaß und einfach so ein bisschen Mass Effect datteln, das geht nicht. Das ist verboten. Ich mach's trotzdem. Also hier ein ganz normales Let's Play mit einem Typen, der so ein bisschen Ahnung hat, aber wie gesagt kein Experte ist. Damit wir das gleich von Anfang an klären, damit irgendwelche Fragen hier gar nicht erst groß aufkommen. Wir spielen nicht die Early Access Version, die es auf der Xbox One oder am PC gibt, sondern wir spielen die PS4 Version mit freundlicher Unterstützung von EA. Und ja, wir legen los. Die Charaktererstellung, ich weiß noch nicht, ob ich die Standardvariante nehme, denn ich mochte immer schon die Standardvariante damals. Shepard sah extrem gut als männliche Version aus. Und ich finde auch Ryder sieht eigentlich ganz cool aus. Lasst euch überraschen, aber jetzt geht's los. Bis gleich. Durchatmen. Gehen Sie es langsam an.
600 Jahre langsam angehen reichen. Ryder, Scott, Aufklärungsexperte, Pathfinder-Missionsteam. Pathfinder-Team, diese Leute suchen uns eine Heimat. Wie wär's mit was Tropischem? Warmes Meer, das ganze Jahr über Sommer. Wollen wir ihm nicht erstmal einen Kaffee holen? Die Andromeda-Initiative hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Scott Ryder, mal sehen, wie es Ihnen geht. Hier hinsehen. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios-Cluster als unser Ziel ausgewählt. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschheit. Bei ihm klingt das alles so einfach, nicht wahr? Ja, wie man unschwer erkennen kann, bin ich Scott Ryder, das Original. Ich habe mich fürs Original entschieden, weil ich persönlich finde, er sieht echt gut aus. Also er sieht wirklich gut aus, ist ein cooler Typ. Gut, wir müssen jetzt hier die Persönlichkeit von unserem Scotty bestimmen. Und zwar emotional, logisch, zwanglos und professionell. Wir nehmen hier mal zwanglos. Ich hoffe, das wird es nicht. Ich will erst mal Abenteuer erleben. Nun, Ihr Wunsch könnte in Erfüllung gehen. Ja? Jetzt hierhin. Der Pathfinder will Sie alle sofort auf den Beinen sehen. Missionsbereit in einer Stunde. Wissen Sie warum? Nein, aber ich schätze, da kommen Ihre Abenteuer ins Spiel. Okay, alles in Ordnung. Nur eine Sache noch, bevor ich Sie entlasse. Testen wir Ihr Sam-Implantat. Sam, überwachst du alles? Sam, bist du online? Ja, Dr. Tipero. Guten Morgen, Ryder. Fühlen Sie sich gut? Naja, geht so. Ich meine, ich war ewig lange weg. Okay, also, wie gesagt, ich bin eher so der zwanglose Typ, denn ganz ehrlich, Scotty Ryder sieht ja aus wie so ein professioneller, eiskalter Profi. Nein! Ja, ich fühle mich gut. Ich fühle mich echt gut. Ich tau noch ein bisschen auf, aber sonst geht's. Wie ein 600 Jahre altes Eis am Stiel. Ich hoffe, es gibt genug Kaffee. Bestätige. Laut Ihres Adenosinspiegels in Ihrem System funktioniert das Neuralimplantat einwandfrei. Adeno was? Es bedeutet, Sie sind noch nicht ganz wach. Aber das ist kein Grund, Sie hier zu behalten. Außer Sie möchten noch bleiben, bis wir Ihre Schwester aufgeweckt haben. Es hilft immer ein Vertrautes. Das klingt gar nicht gut. Die Sensoren sind gestört. Aber es ist schön, Sie zu sehen. Nach all diesen Jahrhunderten... Hier spricht der Pathfinder. Missionsteams, setzen Sie die Vorbereitungen fort. Cora, Riders, auf die Brücke. Sie haben ihn gehört, wir haben hier ein Problem. Bei Sarah Ryder. Okay, meiner Schwester geht's nicht gut. Sarah Ryder hätte man auch wählen können. Weiß ich nicht. Ich muss mir das erst ansehen. Wie geht's meiner Schwester? Wie geht's meiner Schwester? Doktor, was ist los? Scott. Geht es meiner Schwester gut? Sarah ist okay. Ihre Vitalwerte sind bestens, aber der Wiederbelebungsvorgang wurde unterbrochen. Okay, Moment, jetzt kann ich hier wieder wählen. Ich glaube, ich bin eher so der Scharfsinnige. Zwanglos, aber auch scharfsinnig. Und wann kann sie aufwachen? Wir wollen nichts überstürzen. Sam? Meine Verbindung zu Sarahs Implantat wurde unterbrochen, aber ihr Puls, ihre Atmung und Hirnaktivität sind völlig normal.
Um sicher zu gehen, behalten wir sie noch eine Weile im Koma und lassen ihren Körper dann auf natürliche Weise das Bewusstsein wiedererlangen. Sie schafft das schon. Freut mich, das zu hören. Danke, Lexi. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Ich warte an der Tür auf Sie, Ryder. Alles klar, meine Schwester. Geht's gut, wie es scheint. Netter Arsch, Baby. Ich finde, du und ich, wir müssen ein bisschen unsere Charisma-Punkte leveln. Okay, wen haben wir hier drüben? Lassen Sie mal sehen. Haben Sie Ihr Nickerchen genossen, Ryder? Ich glaube, ich brauche für den Rest meines Lebens keinen Schlaf mehr. Hey, heftiger Weckruf, was? Mit sowas als erstes nach der Stase hatte ich nicht gerechnet. Damit sind wir schon zu zweit. Halten Sie durch. Kaum bin ich wach, schon bricht es aus, das ultimative Chaos. Morgen, Ryder. Oder Nachmittag? Oder keine Ahnung. Keine Ahnung, ja, was haben wir denn? Morgen, Mittag, Abend. Und wer bist du, Bruder? Schön, Sie zu sehen, Ryder. Tut mir leid, aber ohne Kaffee. Okay, halten wir fest. Jeder hier ist komplett fertig und extrem kaffeesüchtig. Na dann, auf geht's. Sind Sie bereit? Was ist los? Ist das normal? Ist das meine Anwesenheit? Explodieren deswegen Monitore? Was auch immer die Arche getroffen hat, hat alles gegrillt. Wir müssen die Energielast ausgleichen, sonst könnte es zu einer Explosion kommen. Aber wir wissen nicht, wo der Defekt ist. Ryder könnte ihn finden. Er hat einen Scanner. Schnell, Ryder, setzen Sie ihn ein, um den Defekt zu lokalisieren. Toll, ich bin kein Techniker. Ich werde versuchen, Daten über die zweite Leitung zu erhalten. Hey, du kümmerst dich hier. Ich habe ihn gefunden. Relais 2C weist Beschädigungen durch eine Temperaturspitze auf. Ich habe das Problem gefunden. Ein defektes Relais. Ryder, könnten Sie das System zurücksetzen? Ich brauche Anweisungen. Kaum bin ich da. Ohne mich funktioniert hier gar nichts. Ohne Ryder nichts los. Das war's. Es wurde zurückgesetzt. Ich leite die Energie jetzt um. Bedeuten können. Na Gott sei Dank bin ich schon wach. Gute Arbeit, Ryder. Jetzt können wir uns auf den Weg zur Bahn machen. Alles klar, sexy. Auf geht's. Ohne Ryder, wie gesagt, läuft ihr gar nichts. Wie konnten die nur 600 Jahre ohne mich klarkommen? Wir sind in Andromeda angekommen und stecken schon in Schwierigkeiten. Das Abenteuer beginnt. Ich bin mir nicht sicher, ob Ihr Vater das auch so sehen wird. Also dann, bringen Sie uns mal zur Brücke. Steuerkontrolle, Bericht. Wir driften. Die Flugsteuerung reagiert nicht. Wir müssen die Energieversorgung stabilisieren. Hauptenergie ist ausgefallen. Wir laufen auf den letzten Reserven. Unsere Position? Unbekannt, die Telemetrie ist defekt. Sam, wir brauchen mehr Daten. Ich kalibriere das Sensorgitter. Alec, bitte. Sie sind zwar der Pathfinder, aber das ist mein Schiff. Das Protokoll ist eindeutig, Captain. Besteht kein Kontakt zu Nexus oder den anderen Archen. Begeben wir uns zur vorgesehenen goldenen Welt. Auf festen Boden. Falls es sie überhaupt gibt. Niemand hat irgendetwas von einer Energiewolke gesagt. Oder womit auch immer wir es hier zu tun haben. Alec, ich muss die Schäden einschätzen und Reparaturen einleiten. Wir haben 20.000 schlafende Menschen an Bord. Geben wir ihnen die Chance aufzuwachen. Was denken Sie? Okay, mein Vater. Was ich denke... Ich finde fester Boden, oder? Ich halte mal zu meinem Vater. Mein Vater hat nicht ganz unrecht. Fester Boden klingt im Moment ziemlich gut. Ja, aber... Ziemlich gut. Ist nicht gut genug. Ja, Sir. Wir kommen raus! Mein Gott!
Ist das unsere goldene Welt? Das ist Habitat 7, die neue Erde, wenn wir Glück haben. Alle unsere Langstreckenscans haben sie als die perfekte Welt für eine Besiedlung ausgewiesen. So sieht sie aber nicht aus. Stimmt, der Planet wirkt ziemlich unwirtlich. Stimmen die Scans? Gute Frage. In 600 Jahren kann sich viel verändern. Sam? Die Energie des Phänomens stört unsere Sensoren. Planetare Bedingungen sind unbekannt. Wir sind havariert und treiben mit 20.000 Seelen durchs All. Wenn uns die Energie ausgeht, wir müssen wissen, ob wir dort leben können. Und wenn nicht? Dann muss ich als Pathfinder eine Alternative finden. Dafür wurden wir ausgebildet. Aber mit etwas Glück sind wir schon zu Hause. Gut, aber beeilen Sie sich. Harper, der Rest des Teams sollte jetzt wach sein. Lassen Sie zwei Shuttles bereit machen. Wir starten in 30 Minuten. Ja, Sir. Er ist dickköpfig, nicht wahr? Schwer zu sagen. Wir sind zwar verwandt, aber ich weiß trotzdem nicht, was in ihm vorgeht. Hauptsache, er weiß, was er tut. Es gibt hier keine Kavallerie, die uns retten kommt. Ich brauche den Status der Reparaturen. Ohne Sensoren sind wir blind. Sarah wird's hassen, dass sie das hier verpasst. Sind alle Riders Adrenalin-Junkies? Ich schätze, es liegt uns im Blut. Sie kam eine Minute vor mir auf die Welt. Sie konnte es nicht erwarten. Nur keine Sorge. Ich bin mir sicher, sie kommt durch. Ja, und sie wird Geschichten hören wollen. Also gehen wir da raus und erleben welche. Okay, Sie sollten Ihren Helm holen. Und machen Sie vielleicht nochmal am Glücksstein halt, bevor wir aufbrechen. Am was? Moment, lass mir hier Handbuch. Pathfinder Team. Einführung. Was? Ein alter Aberglaube Ihres Vaters. Alles klar. Also, wir brauchen... Was haben wir hier Schönes? Deaktivieren. Ruinieren Sie uns jetzt die Party? Keine Musik. Die Musik geht uns alle auf die Nerven. Und der Helm. Erledigt. Sehr schön. Der Pathfinder wünscht außerdem, dass Sie sich bewaffnen. Ich habe den Waffenschrank geöffnet. Rechnen wir mit Problemen, Sam? Es ist lediglich eine Vorsichtsmaßnahme. Bitte bewaffnen Sie sich, Ryder. Alles klar, ich reib mich nochmal hier drüben an Daddys Glücksstein. Der Glücksstein. Ah. Ihr Vater war auf der Erde bergsteigen und er hat ihn vor dem Absturz bewahrt. So wie die Dinge im Moment laufen, brauchen wir alles Glück, das wir kriegen können. Das stimmt allerdings. Moment, Moment, habe ich das richtig verstanden? Dieser Stein hier stammt von der Erde. Und mein Daddy... Alles war bestens. Wie konnten sich die Umstände so ändern? Und mein Daddy, ja, schleppt diesen Stein mit sich rum. Diesen Stein. Ich habe in der Milchstraße ja schon so einiges gesehen, aber sowas wie das da noch nie. Ja, habe ich auch noch nie gesehen, dass irgendein Mensch so einen Stein mit sich rumschleppt. Ich kann es verstehen, wenn man so einen kleinen Stein hat, ja? Gut, aber das sind Brocken. Das ist kein Stein, das sind Brocken. Ich hoffe, ich werde das Ding nicht brauchen. Man weiß nie. Gehen wir jetzt zu den Shuttles. Warte mal ganz kurz, hier drüben der Spind meiner Schwester. Durchhalten, Sarah. Toll. Ich mache ihn so ein bisschen auf, aber kann nicht mal reinschauen, was sie so da drin hat. Was hat sie da drin, ha? Was ist da drin? Irgendwas Lilanes. Sind das Drogen? Hat meine Schwester Drogen? Und mein Daddy? Sieht aus, als hätte sich Dad schon ausgerüstet. Tja, mein Daddy hat nichts. Alles klar, Harper. Wir gehen. Dr. Carlyle. Braucht sie die Arche im Moment nicht deutlich dringender als wir? Der Pathfinder will einen Arzt vor Ort. Und ich will mir unser mögliches neues Zuhause ansehen. Also, hier wieder emotional oder überlegt, intelligent, nahezu professionell.
Wie gesagt, ich bin so ein zwangloser Intellektueller. Naja, nur leider wissen wir nicht, was uns dort erwartet. Dafür habe ich meine Zange. Wenn es Zähne hat, werden sie rausgerissen. Okay, Leute. Aufbruch in 5 Minuten. Sir, das Team wurde wie befohlen bewaffnet. Sollten wir irgendetwas wissen? Angesichts der Situation erschien es mir sinnvoll. Ohne Sarah sind wir einer zu wenig. Ich habe gehört, was passiert ist. Aber deine Schwester ist stark. Sie schafft das. Okay. Wir haben gewettet, wer als Erster eine neue Welt betritt. So wollte ich nicht gewinnen. So wie ich Sarah kenne, wird sie schon bald mit dir wetten, wer auf den höchsten Berg klettert. Jetzt musst du dich aber auf die Mission konzentrieren. Verstanden. Eure Mutter wäre stolz auf euch beide. Okay, herhören. Sie alle sind nicht nur wegen ihrer Fähigkeiten und Leidenschaft Teil des Pathfinder-Teams, sondern auch, weil sie genau wie ich Träumer sind. Wir träumen davon, das Unbekannte zu erforschen, den Rand der Karte zu erreichen und herauszufinden, was dahinter liegt. Die Menschen werden auf diesen Tag zurückblicken und sich erinnern, dass wir an unserem Traum festgehalten haben. Dass unsere ersten zaghaften Schritte in Andromeda der Beginn all dessen waren, was sie kennen. Wir haben nur eine Chance, die Ersten zu sein. Lassen Sie uns Geschichte schreiben. Darauf habe ich 600 Jahre gewartet. Archon Clerion, hier Shuttle 1. Wir schalten auf manuelle Steuerung. Shuttle 2 folgt Ihnen. Viel Glück, Pathfinder-Team. Wir gehen auf Vektor 135. Navigationssignal zeigt grün. Verstanden. Sehr gut. Wow, sehen Sie sich das an. Was auch immer das ist, es hat die Hyperion lahmgelegt. Vermute eine instabile Ansammlung dunkler Energie. Wenn du es sagst, halten Sie sich her. Gravitationsanomalie. Mal sehen, ob ich ausgleichen kann. Das würde mein Magen sehr begrüßen. Das war's. Ich beschleunige auf Reisegeschwindigkeit. Ich hatte in der Milchstraße keine Gelegenheit, mich vorzustellen. Liam Costa, Sicherheitsexperte und Spezialist für Sondereinsätze. Freut mich, Liam. Kaum zu glauben, endlich ist es soweit. Besser als nur darüber zu lesen. Reduziere Geschwindigkeit, der Planet liegt vor uns. Ich leite den Eintritt in die Atmosphäre ein. Es geht los! Flugleitsystem ist gestört. Das legt sich wieder. Die Steuerung macht, was sie will. Anflugvektor greifen nach Steuerbord korrigieren. Wir nähern uns jetzt der oberen Atmosphäre. Wir sind durch. Heilige! Shuttle 2, sehen Sie das auch? Bestätige. Von hier aus sieht das nicht gerade nach einer goldenen Welt aus. Die Ionisierungswerte steigen an. Behalten Sie den Kurs zur Landezone bei. Sauerstoffwerte unterhalb der menschlichen Toleranzgrenze. Ist das der richtige Planet? Ich dachte, wir hätten das geklärt. Konzentrieren, Shuttle 2. Die Berge schweben. Bodenstruktur, Backbord. Sie muss ziemlich fortschrittlich sein. Hyperion, Ihr Pathfinder. Wir sind auf Spuren einer fremden Zivilisation gestoßen. Hat uns jemand gesehen? Und wenn Sie nicht freundlich sind? Wir befolgen das Kontaktprotokoll. Keine tödliche Gewalt, solange nicht offensichtlich feindliche Absichten bestehen. Ah!
Meine Damen und Herren, die neue Erde. Fast wieder heim. Ryder hier. Bitte komm. Hyperion, Sam, hört mich jemand? Vergessen Sie's, Ryder. Sam ist offline. Der Comlink ist tot. Oh, Liam. Tja, Liam. Ist das wirklich passiert? Ich glaube, hier muss ich ein Profi sein, oder? Was ist mit den anderen? Keine Ahnung. Alles ist verschwommen. Das Shuttle ist auseinandergebrochen. Und was für ein Albtraum. Ja, das wird nicht unsere Heimat. Wir brauchen wohl eine erhöhte Position. Nach Überlebenden zu suchen. Gehen wir. Ich muss sagen, der Planet sieht trotz allem ziemlich beeindruckend aus. Ob das hier unsere Heimat wird? Ryder, wie steht's um Ihr Überlebenstraining? Ich hab schon einiges durchgemacht. Nichts Verrücktes, aber... Tja, jetzt wird's verrückt. Diese Felsen da draußen fliegen. Ja. Terra Incognita. Oh, was kann ich hier machen? Einige dieser Pflanzen sehen wie Tentakel aus. Ist das Wasser hier überhaupt Wasser? Tja, keine Ahnung. Du könntest dran lecken, wenn du willst. Oder iss mal hier so eine Pflanze. Sieht aus wie eine Zimtschnecke. Schmeckt wahrscheinlich diese auch wie eine Bauwerke, Zimtschnecke. Die wir beim Anflug gesehen haben. Wer kann an so einem Ort überleben? Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Das Ding ist hinüber. Muss beim Aufprall passiert sein. Das erklärt, warum wir unsere Sam-Verbindung verloren haben. Okay, hier drüben ist nur Schrott. Irgendwas Brauchbares. Leuchtende Pilze. Jetzt wird's oh, Avatar-like. Kleiner Sicherheitshinweis. Nicht die Luft einatmen. Ich habe das auf die harte Tour rausgefunden. Verstanden. Liam, du und ich. Denken Sie, diese Energiewolke, die wir gesehen haben, könnte das alles verursachen? Laut Sam besteht sie aus dunkler Energie, aber sie ist im Weltall. Tja, sie ist eben eine krasse Wolke. Eine Wolke, die Felsen fliegen lässt. Ach, Liam, du bist so geistreich. Boah, eine krasse Wolke. Was zum Teufel ist das? Was zum Teufel, wo ist was? Nicht ins Wasser gehen. Liam, nicht ins Wasser gehen. Nicht ins Wasser. Habitat 7. Meine neue Heimat. In Bewegung. Einfach durch und versuchen, trocken zu bleiben. Liam? Sieht aus, als wäre es darunter sicherer. Alles gut, ist Liam. Ist das real? Was zum Teufel stimmt nicht mit dieser Welt? Was ist mit Ihrer Waffe? Sie sollten überprüfen, ob sie funktioniert. Schießen Sie mal auf diese Treibstoffzelle. Sie ist sowieso im Arsch. Ich würde sagen, sie funktioniert. Bei einer Knarre geht's gut. Aber der Zelle nicht. Okay, was haben wir hier vorne? Munition. Wenn wir diese Felswand hochkommen, haben wir unsere erhöhte Position. Na los! Ich bin nicht sicher, ob es hier sinnvoll ist, das höchste Objekt zu sein. Okay, die Schnecken sind unbesiegbar. Tut mir leid für die schlechten Neuigkeiten. Ich glaube, ich sehe einen Weg nach oben. Wir können die Jetpacks einsetzen, falls nötig. Dann mal los. Jetpacks. Wie hat mein Dad sie gefunden? Super. Ich war ein Cop und später in einer Spezialeinheit. Echt? Ich erzähle ihm die Geschichte irgendwann mal bei einem Bier. Das wird knapp. Wow, das war ja mega knapp. Ich dachte, das geht easy. Aber die Jetpacks haben nicht wirklich viel Schub. Na los. Das hin. Okay, ob ich hier rüberkomme? Wow! Ich glaube, ich kann die Spitze sehen. Und nach oben, bitte.
mal Platz? Danke. Was zum Teufel ist das? Also wie es scheint, entstehen diese Blitze nicht auf natürlicher Basis. Ist das eine Maschine? Keine Ahnung, aber wir werden es rausfinden. Sie klingen wie ihr alter Herr. Er hatte recht, irgendwas ist hier schiefgelaufen. Nur was? Eins nach dem anderen. It's a trap. Ryder, das ist Fischer. Warten Sie. Dort. Oh, Scheiße. Was sagt das Erstkontaktprotokoll? Tödliche Gewalt nur unter Feindbeschuss. Sowas schreibt nur jemand, der nie im Einsatz war. Wie gehen wir vor? Wir stellen uns auf das Schlimmste ein. Was ja auch meistens eintritt. Erst schießen, und ich eröffne das Feuer. Dann fragen. Sie haben uns noch nicht entdeckt. Könnt ihr schleichen? Tja, damit ist die Frage wohl beantwortet. Wie gesagt, erst schießen, dann fragen. Hey, ich komm von der Erde, Bruder. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Liam, übernimm du. War zu groß. Sie haben mich gerettet. Und wer will schon einen Absturz überleben, nur um dann von Aliens getötet zu werden? Niemand, das lassen wir auch nicht zu. Wir wissen noch nicht mal, was sie wollten. Nichts Gutes bei den Waffen? Vielleicht verstehen wir sie ja nicht, oder sie verstehen uns nicht. Es ist eine neue Galaxie. Vermutlich gelten hier andere Regeln. Eher gar keine, würde ich sagen. Was haben wir ihnen getan? Ich weiß nur eins, ihre Waffen sind genauso effektiv wie unsere. Wo sind die anderen? Tot. Kirkland und Greer wollten Hilfe holen. Ah, kommt mein Ball! Geht's? Ah, ich glaube, es ist gebrochen. Gehen Sie und suchen Sie nach den anderen. Sicher? Ja, finden Sie raus, wie wir hier wegkommen. Und erledigen Sie noch ein paar von denen. Typisch Mensch, oder? Immer schön töten, töten, töten. Alright, kann ich looten, looten, looten? Oh, sehen Sie sich die Leichen an. Was sind das für Dinger? Ich hab keine Ahnung. Aber tja, sie hatten Waffen. Ich hoffe, dem anderen Team geht's gut. Wir finden es schon. Alles nehmen. Was haben wir denn hier? Schild und Brandmunition. Brandmunition ist immer nice, deswegen zack. Allerdings sollten wir die Gegend vorher vielleicht ein wenig auskundschaffen. Die Alien Scan. Sie sind der Aufklärungsexperte. Mach ihn. Ich habe hier keinen Kontakt zu Sam, aber ich versuche mal daraus schlau zu werden. Sie sind DNA-basiert und ihre Panzerung scheint eine Art Knochenstruktur zu sein. Die Genetikdaten sind allerdings vollkommen chaotisch. Das Leben hat hier offenbar eine andere Richtung eingeschlagen, was? Scheint so, mein Freund, scheint so. Wir wissen gar nichts. Wir wissen nur, die Dinger sind lebendig und bewaffnet. Und ich würde nicht darauf wetten, dass es unsere Freunde sind. Deswegen sollten wir gucken, dass wir die anderen finden. Aber nicht mehr in der Folge, wie es scheint, sondern erst in der nächsten. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, was ist da los? Großer Gott, Liam! Die Folge ist vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, hoffentlich. Bewerten nicht vergessen und tschüss!